Bauchschmerzen sind gar nicht schön. Aber wir haben hier was gesagt vorher. Immer wieder, alle Kinder zusammen und ich. Wisst ihr noch, was wir draußen immer gesagt haben? Genau. Schluss, Schluss, Schluss. Das war schon viel zu viel. Dein Bauch hat bald verdorben. Und vorbei ist dann das Spiel. Ja, ja, jetzt verstehe ich das. Oh, 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 oh. Oh je, arme Raupe. Also, der nächste Tag war wieder ein Sonntag. Ja. Raupe, der nächste Tag war ein Sonntag. Ja. Du musst hochkommen, Raupe. Ja, ich habe Bauchschmerzen. Oh, Raupe, ich helfe dir mal, ja? Komm, komm hoch. Ja. Also, am Sonntag frage ich dich, nein, ich mag nicht bremsen. Raupe, ich verspreche dir, ich habe was ganz Tolles für dich. Danach geht es dir auf jeden Fall besser. Ja. Ja. Ja, gut. Also, am Sonntag frage ich dich, ja. Ein frisches Blatt. Genau. Blatt. Ja, genau, wie sie gesagt hat. Schau, hier ist dein Blatt. Ja, komm. Oh, ja, jetzt will ich mich besser. Ich will mich besser. Na, ja, bist du jetzt noch hungrig, Raupe? Nein, ich bin gar nicht mehr hungrig. Und, Raupe, um ehrlich zu sein, du bist jetzt auch nicht mehr wirklich klein. Du bist jetzt ganz schön groß und dick geworden. Ja, ich bin dick. Haha. Ja, ich bin dicke Raupe. Ja. Aber weißt du was, Nina? Jetzt bin ich müde. Du bist müde? Ja, ich möchte durchschlafen, aber ein Mittagsschlaf? Ja, ein Mittagsschlaf. Raupe? Ja? Du kannst nicht auf meinem Kopf schlafen. Nein, kann ich nicht. Ach so, dann Raupe! Komm hier weg da. Neue Idee, ich schlafe in meinem von mir selbst gebauten Haus.